Schlüssel haben wir, da haben wir die Schlüssel geholt. Ich mache jetzt einfach mal das Bistarium. Nicht das Bistarium, ich mache hier nochmal Heiligtum. Und auch den Boss hier nochmal töten. Ich hole mir jetzt nochmal die täglichen Schlüssel und alles. Auf jeden Fall, also die finde ich beide wirklich grandios. Sagt, lasst euch das gesagt sein. Ich gebe für beide einen Furz. Einmal für Divi. Und einmal für Sims. Ein Rocket League Pups. Selbstverständlich positiv aufzufassen. Das macht wirklich Bock, mit den beiden zu zocken. Also man kriegt ja fast keinen Ball, wenn man mit den beiden zockt. Schwierig. Aber hier, Leute, nochmal die nächste Möglichkeit, diesen Charakter zu leveln. Und hier nochmal die Möglichkeit, Geld auszugeben. Verschiedene Gefäße. Ich habe letztens habe ich mitbekommen, dass Rang 10, das, es gibt eine andere Animation, wenn du das auf Rang 10 hochpushst. So, und die Schlüssel, die ich eben gesammelt habe bei der Versammlung und bei den ältesten Portalen, die kann ich jetzt einsetzen, um diese verschiedenen Ressourcen oben zu bekommen. Und diese Ressourcen, die ich oben bekomme, kann ich hier investieren, damit ich da hier links stärker werde. Es ist so Mäuse melken, es ist unglaublich. Okay. Ich muss hier oben mal gucken, wer online ist. Clan? Freunde? Auch hier habe ich mir überlegt, wieso droppen die Gegner hier die Schlüssel? Ja, wieso droppen auch die Schlüssel? Weil auch da kannst du natürlich sagen, ich sammle die ganzen Schlüssel, ich gucke mir jeden Tag hier die Versammlung an. Sammle die Schlüssel und dann gut ist. Und dann kann ich die irgendwann mal auf einmal ausgeben, wenn ich Bock habe. Nein, auch da musst du jeden Tag reingehen, denn es gibt ja 3 bis 4 Schlüssel gratis. Verpasst diese Gratis-Schlüssel. Junge, was klebt da an meinem Arsch? Wieso bin ich denn wieder so langsam? Sollte ich Champion werden, dann gibt es eine fette Party. Nie im Leben werde ich Champion. Also das ist momentan immer noch unmöglich. Also irgendwann Diamant, ja. Könnte ich mir vorstellen, aber Champion? Wobei ich glaube, man muss als Champion gar nicht so rumfliegen und diese Technik gar nicht haben. Weil so rumfliegen werde ich niemals können. Wie soll ich das denn machen? Champion ist das Ziel. Na, wir machen jetzt erstmal etappenweise. Zuerst mal Diamant. Ohne eure Hilfe, dass ich wirklich stabil in Diamant spielen kann. Oder auf Diamant. Und danach sehen wir weiter. Aber meistens habe ich Diamant jetzt nur geschafft, also die ganzen Diamantbelohnungen durch euch. Rein da. Willkommen im großen Saal. Jetzt werden Schlüssel ausgegeben. Der erste Schlüssel, beziehungsweise die erste Kiste ist gratis. Das ist nicht dein verdammter Ernst. Bin ich jetzt wieder draußen? Wer manipuliert mein Internet hier? Von den Leuten hier im Chat. Grandios. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal durchlaufen? Spielweg. Oh. Gut vom Spiel, gut vom Spiel. Also, ein Schlüssel. Dann gibt man. Wieso habe ich denn so viele Schlüssel? 2 Schlüssel aus. 4 Schlüssel aus. 8 Schlüssel aus. Und dann geht's weiter.
verstehe auch nicht, wieso hier Gegner sind. Wenn man hier noch einen Schlüssel kriegen würde, ja. Aber nein. 10 Schlüssel. 12. 14. 16. Nein. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt den dritten Raum sehen. Es war sehr, sehr knapp. Hat das irgendjemand mal gemacht? Gibt es da irgendwo eine Grenze? Und dadurch, dass ich jetzt die Schlüssel gegen diese Ressourcen oben eingesammelt habe, eingetauscht habe, kann ich die jetzt hier in die Gefäße umwandeln. Wobei ich... Ah, Rüstungsdurchschlag. Ich könnte ja natürlich warten, aber wer weiß, was jetzt morgen passiert. Kann auch sein, dass es egal ist. So, bis... der Devi muss sich warm spielen, also. Was haben wir denn? Widerstand. Leben. Ich glaube, da ist Leben wichtiger. Haben wir noch irgendwas, was grün ist? Nein. Also Schaden und dann Leben. Lass den armen Jungen nicht warm. Ich bin heiß, nicht nur warm. Was ist eigentlich los bei euch? So, und das Restliche ist einfach nur... Ah, Potenzial und Widerstand. Also Schaden und Leben, das ist wesentlich wichtiger. Das lasse ich. Und der König ist jetzt um ein paar Prozent stärker, glaube ich. Wenn überhaupt. Das zählt, glaube ich, gar nicht hier mit rein, ne? Größter Schmutz. Bin noch jemand, mit dem ich gerade zucke? Was ist denn? War oben nicht irgendein Zeichen? So. Ich bin immer noch nicht Paragon 50. Es kann sich nur noch ein paar Minuten handeln. Also das und das habe ich alles erledigt. Also das haben wir erledigt. Gefäße haben wir gemacht. Ältestenportale, Verträge, Kopfgelder. Jetzt geht's zu den Herausforderungsportalen. Die kann man nicht mehrfach machen, sondern da muss man aber gucken, was die höchste Stufe ist. Damit man diese Ressource bekommt, diese Kristalle, die man dann wiederum... Da anfangs überhaupt durchzublicken, ist nicht einfach. Damit man diese Gegenstände links leveln kann. Wir haben mit 4 Bällen gespielt. Mhm. Los geht's. Wobei, ich glaube auch nicht, dass sich diese Portale hier resetten. Außer der ganze Charakter resettet sich. Mal gucken, ob ich das jetzt hier schaffe. 24. Was war dein Maximum, Pulsar? Ich habe auch die falschen Set-Gegenstände angezogen, weil die irgendwie besser sind. Von den Wertigkeiten. Und Leute, es gibt keine Wiederholung. Ich konnte ja beim letzten Mal keine Wiederholung starten. Also diese klassische Wiederholung, die ich vorher gemacht habe. Man bekommt aber unten, wo die Leiste ist, immer angezeigt. Sag deinen Zuschauern oder lass deine Zuschauer wissen, ob das eine Wiederholung ist. Aber es gibt irgendwie so eine Wiederholungsfunktion. Aber wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt, wie man die Punkte zurückerstattet. Deswegen, wenn jemand einen Fehler macht. Ist egal. Ich habe auch überlegt, ja, Dark Flair seine Zauberpunkte wieder zurückzugeben. Der arme Divi. Der arme König. Ich muss ja richtige Gegner finden, oder?
Es sieht aber gut aus. Vielleicht noch 20 Minuten, eine halbe Stunde, das sieht gut aus. Leute, ihr müsst durchhalten. Wie müsste sich das irgendwie vorstellen, als ob er, wenn er jetzt so sein Warships-Game da irgendwie streamt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wenn er da sein Schiffsspiel spielt. Da hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Aber jeder hat so seine Games. Ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Oh oh. Was passiert dann? Hallo, kann vielleicht ein neuer Zuschauer hier reinkommen und sagen, wie cool dieses Spiel ist und sagen, hey, ich bin schon Paragon 60 und kann ich mitzocken? Hallo? Aber war das bei Activision? Ich glaube, da wird niemand mehr geaddet. Da gibt es keine Freundesanfrage. Zu gefährlich. Okay, eigentlich so gar nicht die Herausforderung hier. Alles ganz easy. Ich könnte jetzt mal gucken. Ach so. Passiert von alleine. Hier ist der Boss. Okay, für mich ist es einfach wichtig, das Portal zu schaffen, egal wie schnell. Jawohl, da geht er down. Okay. Muss ich um mein Leben bangen, oder was ist hier los? Wie beruhigt man am besten sein Volk? Mit Free King Coins. Nehmt es! Nehmt mein Geld, aber verschont meine Seele, Leute, bitte nicht. Ohne den König ist das Volk gar nichts. Merkt euch das. So, habe ich das eigentlich genügend? Damit ich euch das einmal zeigen kann. Ach, du Heilige. Ach, das ist okay. Ich dachte, ich habe das gefunden. Das ist aus meinem Sockel. 45, ich benötige, glaube ich, 50. Das bedeutet noch ein Herausforderungsportal. Dann kann ich einen Gegenstand leveln. Ich benötige diese. Oh, hier kriege ich sogar 25. Wir steppen einmal noch rein. Also ihr habt von mir das Versprechen, dass wir gleich Rocket League zocken. Wann gleich ist, weiß niemand. Mach dich ja weg. Ich beeile mich jetzt, komm. Ich rush jetzt aber mal hier durch. Wo sind die guten Gegner? Oh, das ist ein Gemetzel, ja? Sims folgt dem König. Danke für den Follow, mein Junge. Bei mir bist du in Sicherheit. Du bist gut aufgehoben bei mir. Das wird aber jetzt nicht meine Meinung ändern. Aber Divi wartet jetzt schon. Ich bringe Sims Vollgeistbar. Das ist nice. Also. Wir müssen uns auch ein bisschen gegenseitig unterstützen. Ne? Sims jetzt ein bisschen Vollgeist. Ich ein bisschen Rocket League. Der ein bisschen Diablo. Dass wir alle so ein bisschen. Jeder hat so ein Lieblingsspiel oder ein Suchtspiel. Aber man muss auch ein bisschen den anderen Leuten mal entgegenkommen und sagen, hey. Meine Stunde, Diablo, da gucke ich zu. Oder halt eineinhalb, weil sie jetzt schon weit rüber ist. Ja.
Diablo wird auf jeden Fall, was das Stream angeht, eine Seltenheit. Weil es jetzt nicht so kompatibel ist. 9 Leute, habt ihr jetzt hier weitere Rocket League-Leute hierher geholt? Was ist eigentlich los bei euch? Ihr wollt jetzt ja den König stürzen, ne? Was passiert jetzt? Ich wüsste nicht, dass sie streamen, mein Herr. Das wollte ich übrigens auch noch machen. Ich wollte auf meinem Discord nochmal die anderen Leute verlinken. Die anderen Streamer. Das wollte ich auch noch machen. Und unten da, wo die Anzeige ist, auch nochmal die Leute ändern. Das wollte ich auch noch machen. Ist das jetzt irgendwie indirekte Werbung hier? Ich denke, habe ich nicht, nein. Es tut mir leid. Oder du Sims bist auf meinem Discord oder so. Sonst schreib mir einfach mal, schick mir einfach dein Link. Von deinem Twitch-Kanal. Und 189 Follower. Ich bekomme gleich Brechreiz. Kann jemand 190 machen? Ich hasse so ungerade Zahlen. Wir müssen auf 190 kommen. Okay, ich wollte schon sagen, hier kriegt man aber keine legendären Edelsteine. Verlassen. Wilde Uschi, hi. Okay. Für die erste Nachricht ist das schon absolut direkt. Rocket League folgt nach diesem Mistgehen, tatsächlich. Also ich bin da komplett deiner Meinung. Wenn du auf meinem Discord wärst, würdest du sehen, dass ich 1000 Sachen gepostet habe, dass dieses Spiel absoluter Mist ist. Aber es ist Diablo. Aber gleich Rocket League. Du wilder Kerl, du. Also wir gehen jetzt. Gleich gibt es richtigen Content, wenn ihr das meint. Jetzt vielleicht nicht von mir. Aber ich denke mal, dass ich das ein oder andere Tor da blocken könnte. Oder auch erzielen könnte. Wobei ich Sims, glaube ich, so das na, so 2-3 Mal doch schon beeindruckt habe. Der dann aus dem tiefsten Herzen gesagt hat, oh, König ist aber wirklich gut geworden. Ja, aber das muss sich auf jeden Fall steigern. Das muss nicht nur ab und zu mal passieren, sondern durchgehen. Oh, ich freue mich auch auf Diablo 4, aber ich glaube, die wissen jetzt Bescheid. Ich glaube, die haben jetzt die Hate-Welle jetzt abbekommen. Die wissen Bescheid, was sie tun müssen. Da freue ich mich auch auf jeden Fall auf das Game. Aber bis dahin müssen wir uns mit diesem Spiel jetzt zufrieden geben. Oder halt Diablo 3 zocken, aber das ist irgendwie. So, könnte ich hier noch irgendetwas leveln? Nein. Aber ich habe jetzt dadurch, dass ich diese Währung hier bekommen habe. Was ist das? Dieses Material. Wird zum Aufwerten von Gegenständen für den sekundären Ausrüstungsplatz verwendet. Der hier linke. Und ich würde sogar sagen, das ist eigentlich egal. Stärke, Vitalität. Nicht, dass da das auch noch im Internet steht, was du davon zuerst irgendwie. Ich mache aber mal hier oben. It's only a game. Why you have to be mad? Ich bin nicht mad. Dum, 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 dum. Das ist aber heftig, wenn du I do it hinmachst. Man könnte denken, da steht Idiot, ne? Du warst kurz vorm Mann. Just do it! Ich werd's doen. Aber richtig. Navigiere zum. Ja, dann geh doch aber dahin.
So, was will das? Oh Gott, das ist doch wieder hier. Also das tue ich euch jetzt nicht an, ob man das jetzt hier leveln kann. 2. Ich muss eh nur diesen einen Edelstein, ja. Aufwerten. Ja, ihr wollt mich fertig machen, ne? Das ist versuchter Spam. Ich hol den Henker jetzt. Oh, I see. Well, please come again. Aber ihr könnt tatsächlich hier, guckt doch zu, ihr habt doch alle Vorteile davon. Guckt doch zu, sammelt meine Karten. Fabi ist nicht da. Ja, das werde ich ihm dann nochmal negativ ankreiden. Ja, aber dafür sind ja andere Leute da. Und deswegen ist es ja wichtig, eine große Community zu haben. Und je nachdem, was man streamt, je nachdem, wer Zeit hat, der schaut dann einfach mal vorbei. Ich möchte nicht den Shop haben. So, aber ich gucke jetzt einfach mal, was noch zu tun ist. Hölle 1, ich hab's gewusst. So, Vermächtnis habe ich gemacht. Wo sind denn hier die Punkte für meine... Gibt's da keine Punkte? Für Herausforderungsportale, wieso kriege ich ja nichts? Schmutz. Oh, ich will doch nochmal ein Level-Up machen. Was soll das denn hier? Warte mal. Okay, wir haben eigentlich schon fast alles gesehen. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit. Wir haben ja noch weitere... Schatten. Aufträge. Also, Plünderung der Schatzkammer kann ich machen, um hier ein bisschen zu leveln. Ah, das werde ich nicht schaffen. Pfad des Blutes auf 20 werde ich nicht schaffen. Wir machen jetzt aber mal die Schatzkammer auf. Ganz wild. So wie die Jugend heutzutage sagt. So. Also es ist auf jeden Fall möglich, free to play. Mit einem Fünfer. mit ein bisschen Geld. Hier so eine Ausrüstung zu haben. Ich habe jetzt auch nicht alles 100% beachtet. Aber ist okay. Und jetzt? Was bist du jetzt? So, wir versuchen das jetzt tatsächlich zu schaffen. Ich sollte Hilt bekommen, also diese Währung. Und auch hier die Dinger zu öffnen. Die Schatztruhen. Das Problem ist tatsächlich... Ich habe das 3-4 Mal versucht. Wir wurden jedes Mal gekillt, weil egal wie du spielst, die Wächter kommen und du bist tot. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen oben nach oben steigen und oben bleiben. Was hast du davon, wenn du 3-4 Tage durchsuchtest und dann oben bist für einen Moment, für ein Momentum des Ruhms, wenn du danach verlierst und wieder nach unten stürzt? Das ist ja wie Icarus, weißt du? Hoch, hoch fliegen, immer höher. Und dann stürzt du irgendwann ab. Irgendwann reicht es nicht. Also langfristig nicht möglich. Für mich ist immer der langfristige Aspekt wichtig. Mal gucken, ob wir das jetzt schaffen. Also, wir haben hier die Möglichkeit, die Hilt-Währung zu klauen und auch Gold. Steht auch hier links gestohlen. Verfügbar. So, und diese Viecher muss man töten. Die klingeln und dann kommt die Wächter und dann sind wir tot. Die sind aber auch schnell, ne? Die gehen mir tierisch auf den Sack. Heißt der Erdnuss? Wir spielen mit Erdnuss. Gibt es auch tiefer in die Schatzkammer. Okay. Dann haben wir die Möglichkeit. Aber wir haben aber die Möglichkeit, die Schatzkammer auch früher. Ach so, wir können auch rausgehen, ne? Wo ist denn der Kerl denn jetzt? Es gibt immer einen, der lost ist. Der schreibt gerade was, okay. Hatte ich auch noch nicht. 73.
Erdnuss schreibt, machen wir bis Stufe 4 oder bei 3 raus. Ach so, es kann irgendwann, ach so, es kann natürlich sein, dass man, wenn man irgendwann so hochgelevelt ist, dass man irgendwann das auch nicht bis zum Schluss schafft. Wurde bezahlt. Muss ich jetzt hier texten oder was? Es gibt wie viel? 4 oder 5 verschiedene Stufen? Mal mal gucken, wie weit man das zockt, ne? Dass man ein bisschen was rausholt aus der Schatzkammer. Das hatte ich auch noch nie. Unfassbar. Mir egal, unfassbar. Jetzt schreiben beide oben die ganze Zeit, anstatt die Schatzkammer zu machen. Was für eine Rechnung, bitte? Haben die sich über mich aufgeregt, weil der Typ da nicht da ist? Tut mir leid, das war das erste Mal, dass einer lief und dass ihr fragt, wie weit wir zocken, was ist eigentlich hier los? So, lasst nicht zu, dass der Alarm ausgelöst wird. Also, ich bin euch dankbar, wenn ihr Werbung macht und alles. Danke sehr vom König, ich verbeuge mich. Aber der Content war nur falsch, ne? Betrug, Betrug. Na komm schon, na komm schon. Für die Schnelle eigentlich, 100 Euro, würde ich auch machen. Die hat, glaube ich, einmal trainiert und schon zack. Unaufhaltbar, der Kerl. Für eine Session 100 Euro. Na komm her. Wenn ich das nicht mache, dann macht das niemand. Aber ihr werdet gleich, wenn wir Rocket League zocken, ihr werdet das von meiner Perspektive sehen. Ne? Das bedeutet, das wird nicht so skillhaft sein. Wenn ich Glück habe, kann ich ein bisschen Diamant-Skills zeigen, aber mehr nicht. Begebt euch tiefer in die Schatzkammer oder verlasst sie sofort. 40% haben wir. Jetzt weiß ich nicht, ob die Dudes Lust haben, weiterzumachen oder ob wir jetzt abbrechen. Weil mir ist es im Endeffekt auch egal. Aber es ist eigentlich wichtig, diese Hilt-Währung zu suchen. Bin eine Rauchen und dann go. Ja, Rauch 2 und 3, Rauch langsam, lass dir Zeit. Hol dir eine Zigarre. Mach ruhig, Junge, mach ruhig. Wozu diese Hektik heute? Wozu diese Hektik? Wer ist denn alles da? Wie viele spawnen denn hier bitte? Ich muss die fertig machen und dann ab nach oben. Hektik, ja. Keine Hektik, macht chillig. Oh, jetzt fliegen die weg. Armer Divi. Hä? Armer König, kann sich jemand in meine Lage versetzen? Ich mache den Stream an, will dieses Spiel ein bisschen streamen und zocken und auf einmal kommt die Horde und möchte Rocket League.
Das ist Belästigung. Wir müssen uns aber irgendwie einig sein. Dann haben wir 65% gestohlen. Also gleich kommen die Wächter und dann sind wir weg. Jetzt will Pulsar, dass ich schlechtes Gewissen habe. So, Mr. Erdnuss macht sie alle fertig. Okay, Freeze, oder was ist hier los? Kann ich mich bewegen? So, was machen wir jetzt? Wir haben 70%. Hören wir auf oder gehen wir weiter? So, jetzt schreibt der Kerl. Wir können auch rausgehen von mir aus. Weil lieber 70% als gar nichts. Ich weiß nicht, wie die nächste Ebene sein wird. Muss ich jetzt auch noch schreiben, oder was? Schreiben. Ja, raus. Komm. Der wartet noch nicht mal ab, bis ich was schreibe. Was ist denn hier los? So schlechte Gewissen machst du dir selbst, König. Da brauche ich nicht helfen. Guck mal, gab doch wenigstens ein bisschen was. Zum Glück hat sich die Atmos entschieden, rauszugehen. 90.280 Yield. Okay. Aber ich bin kurz vor den Platin. Und ich müsste vielleicht noch ein paar Gegenstände sammeln, wenn ich ehrlich bin. Es gibt auch allgemeine Erfolge. Ne? Es gibt ja so viele Bereiche hier. Das kann man auch alles erkunden, aber das glaube ich, das bleibt auch alles. Ja. Was möchte das Spiel? Schattenversammlung. Plünderung der Schatzkammer geschafft. Das kann ich nicht schaffen, das kann ich nicht schaffen und das dauert zu lange. Go oder go? Soll ich noch diesen Lasall töten? Als Abschluss. Ist es nach 20 Uhr? Boah, in 5 Minuten ist es nach 20 Uhr. Ich gucke dennoch, ob es was im Shop gibt und dann vielleicht nach 20 Uhr und dann können wir starten. Ist okay, ist okay. Nee. Aber wir machen das jetzt beim nächsten Mal, wenn ich das wieder streame, wenn ich sage, okay, Season 2, ich möchte das einmal ganz gerne anzocken, einmal streamen. Wir machen das beim nächsten Mal. Was soll's? So, hier ist alles unwichtig. Ja, ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig. Abschluss war schon. Ich bin immer noch nicht Paragon 50. Pfotenbeschwörer, ja, alles klar. Wir müssen jetzt zum Marktplatz. Also man hat schon die Möglichkeit, hier legendäre Edelstände zu bekommen. Auch durch das Ältestenportal. Da habe ich, glaube ich, den und die beiden bekommen. Irgendwie sowas. Was haben wir hier noch?
Verdammt, was ist denn hier was Neues? Gab es ein Update? Weiß ich von nichts oder was ist hier los? 2000? Okay, man muss ja irgendwie die Kampfwertung behalten. Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn die neue Season anfängt, wieder von vorne anfangen hier. Okay, es wird 5 verschiedene Bosse geben. Und ich muss den machen. Vielleicht bekomme ich ja die Kiste, weil ich mittlerweile gut Schaden mache. Aber ich werde, ganz ehrlich, ich werde das jetzt einmal versuchen. Weil auf diesem Server hat doch niemand Bock, einen 420er kaputt zu machen. Jetzt habe ich selber einen erstellt. Ob das wirklich gut war, weiß ich nicht. Ja, das wird nicht funktionieren. Niemand macht den 420er. Deswegen vielleicht heute das erste Mal den hier. Oh, das Teppich direkt hier rein. Also ich könnte ja betreten, aber die anderen, das ist immer das Ärgernis, dass ihr scheinbar Kleinkinder, der ist doch 48 von 60. Nie im Leben wird das funktionieren mit denen. Ja, das sind wieder die Schwachen hier. Kampfwertung zu niedrig. Ach so, das ist ja gar nicht. Okay, die wollen 3 kaputt machen, die wollen 2 kaputt machen. Okay, das ist wohl nicht möglich. Ich mache jetzt 1, 2 ältesten Portale, damit ich Gegenstände bekomme und damit ich level. Ich hau jetzt richtig was rein hier. Wenn man auf Randoms angewiesen ist. Was ist eigentlich mit dem Typen los? Und das Volk verlässt den König. Sie lassen ihn alleine. Die Zuschauerzahlen droppen. Sie sind weg. Ich würde gerne annehmen. Ist dies möglich? Ich bedanke mich. Wenn du das anmachst, kommen alle wieder. Ja, aber Rocket League gibt es gleich, habe ich gesagt. Sonst gibt es gleich auf dem Discord einen kleinen Text. Und das ist ja hier sehr gut machbar. Die Leute, die rushen hier durch. Dann haben wir immer noch Zeit. Wir haben erst 20 Uhr, wir haben doch noch Zeit. Deswegen habe ich ja gesagt, nicht so viel Hektik. Ah, das ist alles. Ja, was ist das denn für Gegner? Mach den kleinen Kram hier. Ich habe gesagt, wir werden das gleich zocken. Ich habe auch gesagt, Freitag können wir von Anfang an von mir aus. Und dann Freitag nur einen Rocket League Stream machen. Ich komme schon so entgegen, Leute. Was ist eigentlich? Hast du das auch mal gestreamt? Einmal? Pulsar? Ich glaube, du hast es einmal oder zweimal gestreamt.
So, wo ist denn der Boss? Leute, ab. Ab zum Boss. Der macht mir kaum Schaden. Gib mir noch einen legendären Edelstein. Oder nicht? Leveln ist wirklich schwierig. What can I do for you? What can I do for you? Most appreciated. Oh, ich könnte vielleicht ein bisschen gamble. Ich habe schließlich wie viel? Fast 400.000. So, sammle 120 Gegenstände. Das Season Pass 53. Und Paragon Stufe. Ja, es hat auch super funktioniert. Leute. Heftig. Einfach heftig. 100 Hilf gibt es noch dazu. Hier kann man noch was einsammeln. Und dann haben wir das. Den Rest muss ich nicht machen, die ganzen Dungeons und alles. Wenn überhaupt, würde ich den vergessenen Turm machen, damit ich das hier so parallel bekomme. Und die hier vielleicht. Wie gesagt, ein Hort habe ich seit was, 2 Wochen nicht gesehen. Und hier gibt es doppelte Kampfpunkte, aber es ist sehr egal. So. Was? Ich glaube, alles, was Bezwinger ist, habe ich hier geschafft. Ich müsste jetzt, glaube ich, rübergehen. Auf Leben. Oder. Nein, Schatzsucher. Deswegen das voll machen. Und jetzt haben wir Schatzsucher und Gladiator. Und es geht, glaube ich, um die eigene Rüstung, die ich leveln muss. Oder. Wahrscheinlich Rüstungsdurchschlag. Das ist wahrscheinlich das, was ich benötige. Ich weiß es aber nicht, deswegen werde ich hier nichts setzen. Aber das klingt plausibel. Schaden und Rüstungsdurchschlag und dann Leben. Okay. Das kriegt man alles auf 100. Ja, auf 150. Ich habe Gegenstände vergessen. Easy. Das finde ich auch wieder gut, wenn man Gegenstände nicht aufgehoben hat. Sagt das Spiel, guckst du beim nächsten Mal besser. Hier sind deine Gegenstände. Fünf. Wie viel habe ich jetzt davon? Das ist doch wieder. Das ist doch wieder Kacke. Ich habe 13. Wie lange will ich noch warten? Ich habe so viele gesetzt und habe keinen legendären Edelstein bekommen. Es kann sich nur noch um 10, 15 Minuten handeln. Leute, haltet durch. Ich mache jetzt einen ältesten Portal, dann werde ich einen Edelstein craften, um das nochmal zu zeigen und dann werde ich das verkaufen. So mache ich das. Oder versuchen zu verkaufen. Dann werde ich einmal gamblen und dann war es das für heute, weil den Lasal kann ich, glaube ich, nicht töten. Die Leute sind heute nicht gute Laune, um diesen Boss zu töten, irgendwie. Sehr wenig Lobbys. Ich würde mal sagen, 20 nach. Würde ich machen, 20 nach. Leute. Als ob das niemand mehr spielt. Ja, fantastisch, da seid ihr doch annehmen. Rein da. Gleich geht's los. Gleich geht's sowas von los, Leute. Ich werde gleich richtig die Skills auspacken. Und dann können wir gleich 2 Stunden Rocket League spielen. Dann ist es ganz fair. 50% Diablo, 50% Woche. Und dann, ich muss um 10 Uhr Schluss machen, leider. Leute, ich muss hier durch.
Das sieht doch ganz gut aus. Also diese ältesten Portale gehen eigentlich ganz schnell. Ich muss ja beim nächsten Mal, also wenn die Season 2 jetzt startet, irgendwie Mucke anmachen und einfach durchrushen. Gameschöniger Games, wer ist deine Epic-ID? Ich weiß nicht, ob du eine ID benötigst, aber so wie ich hier heiße, heiße ich auch da. Heißt aber King Sinico Wallace Hames. Kannst du das mal checken? Ja, King Cynical Games. Wie soll ich das sonst machen? Auf Steam bin ich King Cynical und da bin ich King Cynical Games. Weil TTV hat nicht gepasst. So, da ich gleich wechseln werde, kann Pulsar ja sein Sub hier lassen. Beziehungsweise warten, bis Booster ist und dann Herrn endlich mal beschinken. PlayStation Network. Ich nix PlayStation. Ich habe aber mich dort angemeldet, damit ich die Preise bekomme. Aber ich heiße überall King Cynical Games, deswegen, das sollte schon passen. Guck doch einfach bei Dividella. Ich hab dich doch auch. So, jetzt haben wir... Oh, ich muss ja raus. Bin mit den Leuten ja nicht so. Also. Jetzt habe ich diese Funken bekommen. Aus diesen Funken mache ich mir... die Rune... Da ich jetzt 7 Runen habe, kann ich mal einen Edelstein herstellen. Was für mich immer noch besser ist, 7 Runen auszugeben für einen 1-Stern-Edelstein, anstatt irgendwie 22 zu haben für vielleicht 5 Sterne, was man eh nicht bekommt. Guten Tag, junge Dame. Ich möchte ganz gerne einen Edelstein anfertigen. Ich kann alle machen eigentlich, die es gibt. Aber diesen legendären Edelstein kann ich per Zufall herstellen. Stellt einen zufälligen ungebundenen, das ist Very Well, das ist ungebunden ist, legendären Edelstein mit einem Stern. Aber ich habe dich doch als Dividella schon. Herstellen und los geht's. Okay, diesen habe ich auch bekommen. Jetzt geht man den hier schön verkaufen, weil was soll ich damit? Dann schicke ich dir einfach gleich die Anfrage, ist okay. Aber wie gesagt, ich spiele ja über Steam, ne? Da musst du wahrscheinlich King Cynical suchen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie die Verknüpfung ist. So, dieser Stein... Guck dir mal die Preise. Wo bin ich denn hier? Legendäre Edelsteine, bitte. Es gibt nur... Oh, das ist aber nice, dass ich den bekommen habe. Es gibt nur 8 Stück auf dem Markt. Ich mach den mal 1400. Wenn die vielleicht weg sind, 1400. Und 1412. 89 ist wichtig, okay. Kann ich den jetzt selber sehen? 1412? Ist das der? Bin ich das? Ich denke, den verkaufe ich. Da kommt wieder Abzug hier wegen Marktgebühren und bla bla bla. Aber ich komme doch auf 12.1200. Remember us next time. Dann ist mein Ziel halt nach 20 Seasons vielleicht einen 5er legendären Edelstein zu haben. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Jetzt wird einmal gegambelt und dann werde ich dieses Spiel verlassen. So, ich habe sehr viel Gold.
Das Problem ist immer, wenn ich irgendwelche Finger oder Halsketten oder was auch immer gamble, da kriege ich nur Scheiße. Los geht's. Nope. 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 Das ist bitter. Kopf, Brust, Schultern, Beine. Könnte man auch was bekommen. Hände, Hüfte. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nichts bekommen. Absoluter Mist. Absoluter Mist. What do you need, friend? Und weg damit. Aber es gibt ja Ressourcen dafür, deswegen ist es okay. 600 sind 60. Also 6-3. I hope that can help. Das wird knapp, oder? Nein, das passt nicht. Hey there. It's good to see you. Ich muss 600 haben und hab 10 Filme jetzt nur noch. Sonst hätte ich das jetzt aufwerten können. Goodbye. So, und das war tatsächlich die kurze Reise. 2 Stunden noch, nicht mal. In dieses, guck mal, DeLorean. In dieses, Diablo Handy Pay to Progress Pay to Gamble Spiel. Ich bin auch sehr, sehr kritisch mit diesem Spiel. Auch ich sehe hier die überwiegende negativen Eigenschaften, was die Entwickler sich ja erlaubt haben. Aber wir haben alles gesehen, Leute. Wir haben alles gesehen. Habe ich noch irgendwas im Inventar? Ja. Nur noch. Ja, 5 Minuten vielleicht noch. Weg damit. Find any more and you know where I'll be. Paragon 50 passt. Das noch einfordern. Und kurz vor meinen Platin-Platten. Schade. Vielleicht gucke ich danach noch ein bisschen rein. Aber das soll es für dieses Spiel gewesen sein. Ich werde aber auch hier nicht stärker mit dem PvP, ne? Kannst du machen, was du möchtest. Bendet mit 1172 mit diesen Edelsteinen. Mit 200% EP-Belohnung. Und 11.263 Platin. Und Season Pass 53. So, wir machen jetzt eine Pause, 20 Minuten. So, eigentlich müsste ich jetzt ins Spiel wechseln, dann 5 Minuten Pipi-Pause machen. Und wenn ich dann zurückkomme, ich habe 8 Leute unten dann am Start habe, wo die Zahl steht jetzt, 3. So, heute hartes Grinding gewesen. Vielleicht noch einen Schattenkrieg mitnehmen. Ach, die Registrierung, ja, sollen die machen. Wir versammeln uns hier, wo die Leute sind. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Melde mich dann, wenn die Season 2 rauskommt. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, euer König. Tschüss.